Moin Moin aus Hamburg, Cory der Finnische mit dabei heute wieder auf meinem Kanal und willkommen zu der zweiten Episode von New Era. Wie ihr schon im Titel lesen konntet, haben wir heute den FC Barcelona am Start und ja, lasst auf jeden Fall wie immer ein Like da und natürlich ein Abo, falls ihr diese Serie feiert und wenn ihr mehr davon sehen wollt, ist ja jetzt auch erst die zweite Episode und ja, ich habe auf jeden Fall Bock euch gleich das Team zu zeigen und ich habe mir natürlich eure Kommentare durchgelesen und ihr habt mir auf jeden Fall auch gut Kritik dazu gegeben, das finde ich auf jeden Fall nice, wenn ihr immer konstruktive Kritik in den Kommentaren da lässt und da haben viele geschrieben, dass ich am besten das Team direkt zeigen soll und nicht die einzelnen Spieler einzeln einfügen soll und dementsprechend haben wir das auf jeden Fall übernommen. Deswegen danke, geht da raus an die Community und ich würde sagen, let's go. 3, 2, 1, let's go. Das ist das Team, was ich mir vorstelle bei Barca in der Zukunft. Sieht auf jeden Fall ziemlich fresh aus und ich würde sagen, wir fangen erstmal an bei der Bank. Da habe ich drei sehr, sehr junge Spieler rausgesucht, nämlich Marc Cucurella, 98er Jahrgang, aktuell ist er ausgeliehen bei Getafe. Und er ist auf jeden Fall ein linker Mittelfeldspieler und hat auch natürlich sehr, sehr viel Potenzial. Dann haben wir hier Trincão, den hat der Barca geholt, der ist auch aktuell ausgeliehen an Braga, ein Portugiese, 99er Jahrgang. Und dann haben wir noch Riqui Puig, ein Spieler, den Barca selber ausgebildet hat und ja, auch 99er Jahrgang und hat auch schon ein paar Einsätze bekommen. Kommen wir zu der normalen Elf, da haben wir Ter Stegen. Ich glaube halt, dass Ter Stegen ja mit 92er Jahrgang auf jeden Fall noch sehr, sehr viele Jahre zu spielen hat. Ihr wisst ja alle, Buffon spielt immer noch und ich glaube, Torhüter können sehr, sehr lange spielen und ich glaube dementsprechend, dass Ter Stegen da auf jeden Fall eine Ehre bringen kann. Dann haben wir Roberto, Lenglet, De Ligt und Firpo. Dazu muss ich sagen, dass natürlich jetzt die gesamte Verteidigung eigentlich aus Barca-Spielern besteht, weil sie halt auch extrem jung sind. Also ich glaube jetzt nicht, dass ein Roberto, der aus der eigenen Jugend kam, ein Lenglet, der auch jetzt noch nicht so lange bei Barca ist, auch noch nicht der Älteste mit dem 95er Jahrgang ist, weiß nicht, ob da so viel sich ändert wird. Eventuell könnte man noch streiten über Umtiti. Aber ich habe mich jetzt mal für Lenglet entschieden und dann halt De Ligt von Juventus. Ist es immer so das Ding, vielleicht wechselt er zu seinem Kollegen Frankie noch zu Barca, man weiß es ja nicht. Dementsprechend habe ich ihn jetzt auch mal reingetan, weil eigentlich dachte ich auch immer, dass De Ligt zu Barca wechselt und vielleicht geht da auf jeden Fall noch was in der Zukunft. Dann habe ich mich hier entschieden für Junior Firpo. Ja, auch ein sehr, sehr junger, 85 Tempo und der könnte auf jeden Fall auf langfristige Basis auch ja, Linksverteidiger werden bei Barca. Dann kommen wir zum Mittelfeld, da habe ich De Jong und Arthur. Ich meine, alles andere wäre auch absolut Quatsch, wenn man nicht Arthur und De Jong reintun würde. Also De Jong geholt für 75 Millionen, Arthur war auch gerade nicht billig und ist auch noch sehr, sehr jung und hat sich auch sehr, sehr gut angepasst bei Barca. Und dann haben wir ein Ajax-Talent, die guten Ajax-Talente immer, nämlich Ryan Gravenberch. 2002 Jahrgang, ich bin einfach 4 Jahre älter als er, 72 Tempo, 67 Physis und ja, ist eines der größten Talente, was Ajax aktuell so hat und ihr wisst ja alle, was Ajax so bisher herausgebracht hat, dementsprechend glaube ich schon, dass ja, er auf jeden Fall auch eine Zukunft bei Barca hat. Es gibt schon Gerüchte, dass er nach Barca wechseln kann, beziehungsweise zu Barca wechseln kann und ich glaube, es ist aktuell noch zu früh, aber wenn er mehr Einsätze bekommen sollte bei Ajax und ja, natürlich seine Leistungen bestätigt, dann kann es auf jeden Fall was werden und vorne haben wir dann auf links Ansu Fati. Ich glaube, wir müssen nicht allzu viel über ihn reden, auch 2002 Jahrgang, 88 Tempo bereits, 4-4, das ist ja mit das größte Talent, was wir aktuell im Fußball haben. Ich glaube, da müssen wir nicht groß drumherum reden. Dann haben wir Lautaro Martinez von Inter, der sich auch in den letzten zwei Saisons extrem gesteigert hat. Auch sehr, sehr jung. Und es gibt tatsächlich schon Gerüchte, dass er demnächst zu Barca wechseln soll. Dementsprechend glaube ich, dass das gar nicht mal so unrealistisch ist, dass wir das nicht in der nächsten Ära sehen, sondern vielleicht sogar in den nächsten zwei Jahren. Und dann Messi, einfach aus dem Grund heraus, weil er Messi ist. Also Messi ist jetzt nicht 37. Messi wird sicherlich auch nochmal eine Ära prägen bei Barcelona. Wie gesagt, ich glaube, er wird sehr, sehr lange spielen. Ich glaube, er steht sogar kurz vor einer Vertragsverlängerung. Dementsprechend ja, geht die Zukunft mit Messi auf jeden Fall weiter. Und ich hoffe natürlich, ich glaube, jeder Fußballfan hofft natürlich, dass er so lange wie möglich spielt. Und ich glaube auch fest daran, dass er das machen wird. Schreibt mir natürlich auch eure Meinung zu diesem Team in die Kommentare. Und dann können wir auf jeden Fall ein bisschen diskutieren. Und ich würde sagen, wir gehen auch direkt in die erste Partie. Wir haben natürlich auch die Barca-Trikots hier am Start. De Jong, Ansu Fati. Boah, der fühlt sich richtig schnell an, Mann. Der ist ja echt schnell, Mann. 88 Tempo merkt man ja extrem bei ihm. Gravenberch. Mit dem Pass zu Messi. Perfekter Pass auf Messi. Es ist kein Abseits. Messi. Messi mit dem Lupfer. Ah, schade. Ansu Fati. Wieder auf der linken Seite. Er sucht natürlich seinen Linksverteidiger, nämlich Firpo. Findet ihn auch. Junior Firpo macht das gut. Firpo. Ganz oben steht vielleicht jemand. Die Flanke kommt gut. Die kommt zu.
Oh mein Gott, Martin, es kann den Ball aber nicht gescheit annehmen, Mann. Schade. De Jong. Also wenn was geht, dann geht meistens über die linke Seite, über Fati was. Der ist eigentlich da am aktivsten. Jetzt haben wir mal Gravenberg. Arthur spielt ihn wieder zurück auf De Jong. De Jong hat aber kaum Anspielmöglichkeiten. De Jong spielt nochmal zurück, macht er gut. Gravenberg. Ah, er verliert den Ball leider. Also aktuell geht nicht wirklich viel. De Jong, Martinez, Lautaro Martinez. Schön gemacht von Messi. Messi, auch in der neuen Ära. Ein Aktiv, oh mein Gott, wie kann das kein Elfmeter sein? Ey, in FIFA 20 können die Torhüter gefühlt alles machen, ne? Das ist zu heftig. Oh, Lautaro Martinez jetzt mal. Vielleicht mal Lautaro Martinez. Der Pass ist nicht schlecht auf De Jong, aber er kommt nicht dran. Und damit gehen wir gleich in die Halbzeit mit dem 0-0. Nicht viel passiert in dieser Halbzeit. Hoffentlich passiert in Halbzeit 2 ein bisschen mehr. Für Bo. Also die linke Seite ist schon echt am aktivsten. Boah, starkes Ding. Komm, Fürbo, 11 Meter. Ah, okay, ne, hab ich wahrscheinlich auch nicht gepfiffen. Schade. Jetzt haben wir De Jong. Frankie De Jong. Findet keine Anspielmöglichkeit. Da ist ziemlich viel Betrieb im Strafraum. Das machen die aber gut. Barca, Martinez, Martinez, Martinez. Lautaro Martinez, jetzt hat's funktioniert. Jawohl, der Neuzugang von Inter Mailand macht hier das 1-0 für Barca. Sehr, sehr nice. Auch der Jackback ist halt auch extrem stark, ne? Das muss man einfach so sagen. Und hier hat es sehr, sehr gut funktioniert. Jetzt ist Barca heiß. Lautaro Martinez will direkt den nächsten Angriff starten. Fati auf der linken Seite. Fati, Fati, Fati. Überragend gespielt. Das ist De Jong. De Jong. Martinez steht im Weg. Das gibt's ja nicht. Arthur nochmal mit dem Jackback nochmal zurück und Gravenberg probiert es mit einem Longshot und es wird auch abgefälscht und abgeblockt. Ah, schade. Jetzt Konter. Schön gemacht von Arthur. Arthur holt sich den Ball und leitet direkt den Konter ein. Da oben läuft jemand. Da läuft Fati. Und ihr wisst alle, wie schnell Arndt zu Fati ist. Fati mit der Nummer 10 hier. Zurückgespielt. Das ist De Jong. De Jong. De Jong. Ah, mein Gott, das gibt's ja nicht. Das war ein richtig schöner Konter von Barca, aber De Jong, das kann er besser. Fati, Martinez, boah, das sieht gut aus. Barca, wie in den alten Zeiten, wie in den alten Zeiten. Das sieht sehr, sehr gut aus. Ansu Fati, also dieser Fati, boah, mit dem Ronaldo-Job, nicht schlecht. Fürbo, Gravenberg, Arthur, das ist überragend gespielt. Und Messi, das muss das Tor sein und das ist das 2-0 für Barca. Ein wunderschöner Angriff hier und Messi macht hier das 2-0. Oh mein Gott, jetzt geht's aber los bei Barca. Das ist Arthur. Das ist Arthur. Arthur macht das 3-0. Eiskalt. Jetzt ist Barca eiskalt und das sollte es gewesen sein. Da kommt nochmal Son Maximin. Jungs, aufpassen mit der Verteidigung. Jawohl, De Ligt ist am Start. Er ist am Start. De Ligt, komm, hol ihn dir. Hol ihn dir. Warum hat dich Barca geholt? Nein, aufpassen. Bloß nicht kassieren, bloß nicht kassieren, bloß nicht kassieren. Und jetzt sieht das Ding natürlich auch extrem schlecht aus, wie ihr den Ball da gefunden bekommt. Aber okay, das sollten wir trotzdem haben. Und damit gewinnen wir die Partie mit 3-1. Sehr, sehr nice. Und ja, die Mannschaft hat sich auf jeden Fall gut spielen lassen. War auf jeden Fall mal nice, mit denen hier zu spielen. Lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn euch dieses Video gefallen hat. Und wenn ihr mehr New Era Teams in der Zukunft sehen wollt, schreibt doch gerne dann auch, welche Mannschaft ich nehmen soll. Und ja, ich würde sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Danke fürs Anschauen. Euer Kollege der Finisher. Ciao.